Willkommen zurück bei Awakening 4. Der Fisch kommt von hinten, habe ich gehört. Was geht hier denn so? Eine Stimmgabel. Die kann ich doch hier bestimmt als Hebel einsetzen oder so. Die werde ich bestimmt irgendwo als Hebel einsetzen. Das geht gar nicht anders. Ich bin ein bisschen traurig, dass der Fisch nicht singen kann. Navigationskonsole. Damit steuert der Navigator das Schloss. So kann die Kanzel auch verschiedene Zimmer erreichen. Okay. Aber irgendwas fehlt. Ja, hier fehlt offenbar irgendwas. Diese Uhr können wir nicht mitnehmen. Gut, dann ist hier erstmal nichts weiter. Sieh mal, die Stimmgabel schwingt in der Nähe der dunklen Kristalle. Was wohl passiert, wenn wir die beiden zusammenschlagen? Irgendwas explodiert. Der dunkle Kristall vibriert bei jedem Schlag mit der Stimmgabel. Wenn wir sie mit dem kleinen dunklen Kristall draußen genau stimmen, können wir diesen großen Kristall zerstören. Was? Hast du geraucht? Kannst du bitte deinen Text nochmal aufsagen? Ich hab dir nicht zugehört. Mit welchem Kristall soll ich das Ding stimmen? Okay. Die Gabel ist nun so gestimmt, dass sie dunkle Kristalle zerstört. Das ist vollkommen logisch. Alter. Natürlich. Es ist ganz klar. Okay, die letzte ist schon mal richtig. Das ist schön. Du musst eher dahin. Du musst wahrscheinlich eher hier hin. Du hier so. Du dahin. Du dahin. Du hier so hin. Okay, das Ding runter und das vielleicht hier so hin. Okay, das eher hier hin und das dann wahrscheinlich eher dahin. Wie kann denn das Okay, das ist da falsch, das ist... Okay. So. Was zur Hölle? Okay, der Pirat macht mir ein bisschen Angst. Und ich muss, glaube ich, gleich niesen. Vielleicht aber auch nicht. Gucken wir mal. Okay, was brauchen wir denn? Wir brauchen ein Holzbein. Das ist hier. Wir brauchen eine Piratenflagge. Die ist hier. Brauchen einen Anker, der ist hier. Einen Schrumpfkopf! Fresst meinen Rumpftopf, fresst meine Strahlen, ihr Schrumpfköpfe. 5 Flaschen. 1, 2, 3, 4. Schrumpfkopf habe ich mir immer anders vorgestellt, aber okay. 5. Flasche. Ist sie das? Nein. Ah, sie stand verkehrt rum. Alles klar. Gut, jetzt müssen wir Sachen machen. Zugenagelt. Ich benötige etwas zum Aufbrechen. Okay. Dieses Messer. Nein. Offenbar nicht. Da drin ist das Teleskop. Das ist ganz klar. Können wir hier noch mehr aufmachen? Nein. Können wir den Besen schwingen? Wir können... Moment, was? Ich check es nicht. Achso, das müssen wir einfach haben und das müssen wir auch einfach haben. Okay, das ist was? Kreide. Malen wir ihm damit einen Schnäuzer?
Alter. Es strotzt vor Logik. Es. Ich sag dazu nichts mehr. Leider fehlt die Schnur. Schneiden wir es dann ganz kaputt? Nein. Warum kann ich denn das damit. Ach, scheiße. Dann nehmen wir doch hier mal den Schnürsenkel und. Haben dann einen Talisman. Okay. Einen Säbel. Ah, guck mal, hier haben wir eine Brechstange. Okay, dann kriegen wir das doch garantiert auf. Da drin ist der Säbel. Und dann schneiden wir das hier vom Besen ab und haben Stroh. Das wäre total logisch. Wir brauchen jetzt noch Stroh, also schneiden wir den Rest da vom Besen ab. Können wir das bitte einfach machen? Offenbar nicht. Dann schneiden wir die Puppe auf. Warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Das ist die große Frage. So, ein Holzbein. Können wir das jetzt dem geben? Was? In der verdrehten Hängematte ist jemand? Das muss der Navigator sein. Ja, kann ich ihm bitte das Holzbein einfach geben? Offenbar nicht. Tja. Gut, dann halt nicht. Hier brauchen wir offenbar einen Schlüssel. Hier steht Ausrüstung für Schatzsucher. So etwas gibt es tatsächlich zu kaufen? Ah, es gibt auch dieses Spiel zu kaufen, also. Verschlossene Tür. Der Türgriff fehlt. Ohne Ersatz komme ich nicht hinein. Bedauerlich. Okay, hier kommen wir, glaube ich, erstmal nicht weiter, oder? Wohl eher nicht. Ne, jetzt geh schon. Holzbein für Griff. Wo fehlt denn der Griff? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Tut mir leid. Ach so, der Türgriff. Nee, das wird hier mehr so ein Rad sein oder so. Sieht man hier ja schon. Also schätze ich mal. Wir gehen hier mal in die Vorkammer. Dann können wir nämlich das Holzbein. Gut, dass es gar nicht scheiße aussieht. Hey, thanks for getting me down. I'm Skullface, in case we ain't been introduced yet. Listen, I'm an enchanted talisman, right? I can't just let you do whatever you want. What I'm saying is, I'm magically bound to challenge you before you can touch me, okay? Don't worry, it's easy. Sekunde. I'll just ask you some simple riddles. Easy enough, right? Auf mir lastet ein magischer Fluch, dich zu prüfen, bevor du mich anfassen darfst. Er hat aber gerade schon vorher gesagt, dass vielen Dank, dass wir ihn da runtergeholt haben. Was bedeutet, dass wir ihn eigentlich schon an... Naja, egal. Er stellt uns einfache Rätsel, das ist alles klar. Eine helfende Hand, gar nicht so einfach für viele Piraten. Wahrhaft königlicher Schatz. Was ist mit meinem anderen Auge? Was? Was? Nicht die gepunkteten Linien überschreiten. Okay. Dafür lohnt sich die ganze Buddelei, oder? Das wird die Schatzsuche sein. Auch auf einem Schiff braucht jeder Pirat ein Dach über dem Kopf. Piraten haben es nicht leicht, für manche ist das Leben beinhard. Bla bla bla. So. Oh, hey, you did it! Thanks a lot, Cupcake. Now you just gotta bring me back to Captain Jackdaw, okay? I owe you one. Captain Kiebitz, alles klar. Dann mal zurück zu Captain Kiebitz. Das wird vermutlich er hier sein, oder? Fantastic job, Princess. Now just give me a moment to wake him up. Wakey, wakey. Hey, wake up already, you lump. The princess just saved your hide, so you'd better show us some respect.
Bro. Alter. Da platzt er auf. Gott. Es ist Captain Speck Jarrow. Ow. My head. That's the last time I... Oh. Hello, Princess. But if you're here, then there... Oh, dear. Oh, hello, Princess. What are you up to? Any plans for tonight? Maybe we could explore the secrets of the big fish. The King and Queen set up a trap and Lord Dreadmire into it. A timeless sphere meant to keep them all in stasis forever. They sacrificed themselves to stop him, Princess, but he's too powerful to steal away forever. And I? Well, I helped your parents hold off the Basilisk long enough for them to deal with Dreadmire. Look, I had a message for you from your parents, but I hid it in the Crystal Mausoleum. Problem is, I can't get it for you. Ich hatte eine Nachricht von euren Eltern für euch, aber ich habe sie im Kristallmuseum versteckt. Das Dumme ist nur, ich kann sie euch nicht holen, weil... See, here's this crown that'll get you into the mausoleum, but I locked it in my cabin and threw away the wheel handle for the door. Okay, da kommt man nur mit einer Krone rein und die ist in der Kabine und dafür fehlt der Griff. I do have the Guardian Bracelet they also left for you. It said something about an unreliable custodian. Well, here it is, and may it help you somehow. Okay, er hat noch das Wächterarmband, das war auch für uns. Irgendwas mit unzuverlässiger Hüter, aber er gibt uns jetzt das Ding. I'm Captain Jack Dar, the Navigator. Good friend of your parents and pleased to meet you. Now, if you'll excuse me, I need a drink. Ja, ich brauche auch was zu trinken, ganz dringend. Captain Kiebitz hat mir ein Wächterarmband gegeben. Hurra! Kriegen wir damit vielleicht die Tür auf? Nein, schade. Can't find the wheel handle to get in my own cabin. My drink's in there. Where'd I keep that spare wheel? In the antechamber. Das Ersatzrad in der Vorkammer. Angeblich. Vielleicht. Gucken wir mal. Ich habe allerdings noch keine Ahnung, was wir hier... Also hier kommen wir ja so gar nicht weiter. Was mache ich denn mit dem Wächterarmband eigentlich? Kann ich das der Statue geben? Nein. Definitiv nicht. Nein. 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 Okay, das funktioniert schon mal nicht. Da brauchen wir garantiert ein Stück Stoff. Und irgendwie Seil und ein Schinkenbrot, keine Ahnung. Was ist hier eigentlich? Können wir das Ding hier einsetzen? Jawohl, das können wir. Ermittle die zwei richtigen Runen anhand der wechselnden Edelsteinfarben. Was? Okay, das war offenbar nicht richtig. Achso, ich muss immer die beiden blauen finden, ja? Okay. Ich verstehe. Fantastisch. Okay, und jetzt? Was ist das? Ah, ein Teppichstück. Ganz überraschend. Was steht hier eigentlich? Das Geheimnis der Könige. Du willst erfragen, musst königliches Blut du in deinen Adern tragen. Einen Beweis königlicher Herkunft gibst du mir, oder mein Geheimnis nie eröffnen wird sich dir. Das könnte sich auf eine Krone oder ein Zepter beziehen. Alter. Das war der tollste Reim ever. Oh, nicht doch. Nicht doch. Ich hab das
verdient. Ich will das nicht. So, wir gehen einfach mal davon aus, dass das hier... Das sieht soweit ganz gut aus, wa? Dann sind wir hier fertig. Hier auch, dann geht hier nur noch was. Nee. So. Nee, das ist auch zu viel. So. Auch nicht. Nee, kann auch gar nicht. Aber das ist... Ah, hier fehlt noch. So. Ha! Natürlich pflücken wir dieses Ding aus. Nein, das ist vollkommen logisch. Das macht total Sinn, dass wir das aus dem Teppich nehmen. Weil, ist so. Eigentlich wollte ich auch hier hin. So. Dreimal gekurbelt. Und hinein. Meine Prinzessin, bevor ihr dort hineingeht, habe ich noch etwas für euch. Ich kann gerade den Schlüssel zur Kiste mit der Krone nicht finden. Ihr müsst sie daher von innen öffnen. Was? Keine Sorge, ich habe hier drin einen Riesenjuwel. If only I could open it. A little help here. Hey, Prinzessin, darf ich euch mein Riesenjuwel zeigen? Ich habe es hier drin. Zip. Zeig mir deine Kronjuwelen, Baby. So, was muss ich machen? Vertausche zwei Holzstifte per Klick und entwirre die Schnüre. Muss ich das verstehen? Gott, das ist voll... Puh, das ist voll kompliziert. Das verwirrt mich massivst. So, okay. Das mussten wir zum Glück nur einmal machen. Hey, wir haben das Riesenjuwel. Das steche ich mir gleich mal in die Tasche. Have you gotten your crown out of the chest yet, Princess? Nein. Haben wir noch nicht.